Zwergenscharmützler. Level 3er Karte. Willkommen, willkommen. Was hast du denn da? Also der hatte wirklich stabile Karten. Sehr strong. Von dem reinen Level immer, ne? So, was haben wir denn hier? Oh, ich sehe da was, Chat. Verbrennen. Verbrennen. Lege diese Karte nach dem Ausspielen ab. Entferne die stärksten Karten beider Spiele auf dem Schlachtfeld. Einfach verkauft der für einen Fuffi. Verkauft der einfach so für einen Fuffi, Digga. Dass diese Feuerkarte die starke Einheiten wegbrennt. Gekauft der Aal! Und Anführerfähigkeit für Skoyatel. Werden wir aber eh wahrscheinlich nie spielen. Zieh zu Beginn der Schlacht eine Extrakarte. Gar nicht übel, Mr. Dübel. Habe ich gerade wieder so wack gereimt. Digga, Cam wird besser aus. Besser ist es, Digga. Cam wieder da. Ist dieses 15 Regeneration pro Sekunde echt das Maximale? Das kann doch nicht sein. Das kommt mir so wenig vor. Bis dann. Ja, Schwalbe Mimalbe habe ich auf dem Schirm. Wir brauchen dafür Kirschlikör. Willkommen, willkommen. Und ich glaube, das hat er nicht verkauft, oder? Und Alkoholtests auch nicht. Kirschlikör. Nee, Zitronenwodka. Ich bin ja kein Alkoholexperte, Chat. Aber ich glaube, das ist anderer Alkohol. Der verkauft einfach Dope. Fistech, Chat. Das ist einfach Kokain. Der verkauft einfach Kokain, Digga. Bis dann. Doch, man kann Rezepte anheften. Ey, Gwen-Spiel macht so Laune. Ich liebe das. Bisschen Koka. Ah ja, die neue Karte reinmachen, ne? Hier, guck, verbrennen. So, was machen wir denn dafür raus, ist die Frage. Einheitenkarten muss man ja 22 haben. Wir haben klirrende Kälte, dreimal Finte und zweimal Horn des Kommandanten. Das gefällt mir so eigentlich ganz gut. Mache ich eine Finte raus. Weil Verbrennen ist deshalb so gut. Du hast es auf der Hand. Du legst erstmal nur schwache Einheiten, bis der Gegner eine hohe legt, wie eine 8er, 9er, 10er Karte. Dann setzt du Verbrennen ein, bupp, 10 Punkte weg. Oder imagine, er hat zwei 10er Karten auf dem Feld. Dann sind die beide weg. Was sagt ihr, Chat? Eine Finte weg und dafür Verbrennen rein? Ich könnte Verbrennen jetzt einfach so reinmachen, ohne dass ich was rausmachen muss. Aber man will hier sein Deck ja so klein wie möglich halten, damit man so schnell wie möglich an die guten Karten kommt. Ich weiß, Chat, ich will aber nicht so viele Karten ins Deck machen. Komm, eine Finte raus und Verbrennen rein. Hey, Gengar, geiler Name. Danke für die 5 versteckten Naschis. Gönnt mal eine Nierpione-Bombe für ihren Bruder Gengar. Auftrag Teufel in den Wäldern. Hexerauftrag, oder? Alter, Stufe 35? Heilige Möhre. Mal ganz kurz in meine Notizen gucken. Irgendeine der Quests. Es gab auch zwei Hexeraufträge, wo man aufpassen muss. Da kann man, wenn man Scheiße baut, kann man
die Trophäe verpassen. Warte. Die Doppler-Mission war das. Die Doppler und Geist des Waldes. Okay, das ist nix. Herr des Waldes war wieder was anderes. Okay, passt. Ne, bei dem Doppler, bei dem Doppler-Auftrag kann man den nicht einholen. Dann verpasst du den Auftrag, also die Trophy. Und bei dem anderen Auftrag kannst du dich zwischen zwei Methoden entscheiden. Und die eine Methode bringt zwar den Auftrag zum Ende, aber nicht die Trophäe. Deshalb Notizen geschrieben. Witcher 3 auf Platin spielen ist echt komplex. Muss man viel aufpassen. Aufpassen! Mert, gerne noch. Mert, danke nochmal. Danke, wenn du dir was gegönnt hast über den Link. Und wenn der Stuhl da ist, gerne dann nochmal Feedback geben, wie du zu zufrieden bist, so nach ein paar Wochen. Tatsächlich eine Noble-Chair über den Link gönnen ist wirklich huge Support. Weil ein paar Prozent kriege ich da ab und ne, beim Stuhl, der ein paar hundert Euro wert ist, kostet, da knallt das. Ist quasi jetzt, als hättest du ein 20 oder so donatet. Nice, neues Schild. Das sind doch immer Schmugglerverstecke. Gleich Puffbesuch in Novigrad. Da muss ich erstmal schauen, was der Kontostand sagt. Kann sein, das können wir uns nicht leisten. Wir sind immer noch ein Broke Bitcher. Alter, wir sind endlich da. Novigrad. Oh. Da schwimmt der Loot einfach so im Wasser. Kostet nur ein 20. Naja, ein 20 ist ein 20. Ich freue mich so auf Novigrad. So gute Laune. Was kostet ein Nobeltier? Kommt drauf an, welches Modell. Ob Kunstleder, Echtleder, Hybridleder. Mit Schnickknack, ohne. Mit Fußablage, ohne. Puffpeng. Ja, bei der Bank Geld umtauschen. Da werden wir richtig Cash machen. Ja, ich bin auch sehr, sehr zufrieden mit Noble Chair. Ich hatte davor immer einen DX Racer. Und als ich umgestiegen bin, habe ich echt den Unterschied gemerkt. Und ich habe mir, glaube ich, im Laufe meiner Streaming-Karriere, also YouTube- und Streaming-Karriere, insgesamt drei Noble Chairs, nicht Noble Chairs, drei DX Racers gekauft gehabt. Weil wenn du wirklich 2-3 Jahre ganz viel in dem drinne sitzt, ist er echt durchgenudelt. Es waren gute Stühle, aber einfach nicht so qualitativ hochwertig wie jetzt eine Noble Chair. Eine Zauberin erkennt man am einfachsten an ihrer unnatürlich perfekten Schönheit. Helles Gesicht! Oh, scheiße! Oh, da ist ein Tavernenwirt, Chat! Und ich glaube, ihr wisst, was das bedeutet! Gebrauchte Wiege ohne Gebrauchsspuren gesucht. Eleganter Hochzeitsbegleiter gesucht. Tausche defekten Topf gegen Wagen. Wer schreibt sowas? Du suchst einen Hexer. Jemanden, der ein Monster tötet. Hexer wäre nicht verkehrt. Monster? Was für eins? Groß, böse, hässlich. Hockt in der Kanalisation. Wenn du Interesse hast, geh zum Garin-Anwesen und frag nach Olgierd von Everreck. Der ist der Auftraggeber. Ist das das, der, das Start, der, ja, das ist die Startquest vom DLC 1, oder? Oh! Das wollte ich nicht. Sorry, Pussy. Die hat mich angefaucht, die Pussy. Der mit dem Hühnerbein. Ja, Chat, was soll ich machen? Ich brauch Geld. Ich brauch den Loot. Die ist unsterblich.
Wehe, du triffst einen Hund. Die waren auch unbesiegbar. 7 Katzen. Die spawnen wieder, Chat. Die sind nicht tot. Guck mal, ich zeig's euch. Meditieren. Die haben neue Leben. Neuen Leben. Die spawnen wieder. Schau mal. Da sind sie alle wieder. Hallo? Fast alle, meine ich. Oh Gott. Oh, so heiß gerade hier. Frosch im Hals. Willkommen bei Sorry, den 7 Katzen, der glücklichsten Taverne in der Stadt. Wie man so sagt, sogar die Kater nach unserem Wein bringen Glück. Die schlafen bloß, Chat. Was gibt es heute im Menü? Ah, die verkauft auch wieder was. 5 Einheitenkarte. Die verkauft ein Kirschlikör. Bis bald. Nee, Chat, ich fühle mich so schlecht. Ihr seid unerträglich. Ihr macht einem so ein schlechtes Gewissen. Jetzt lade ich den Kontrollpunkt, nur damit Erschöpft die Katzen leben. Verwundet, meine Fresse. Sumpf zusammengebrochen. Unerträglich, ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Sapperlot. Ja, Sapperlot. So, seid ihr jetzt zufrieden? Guck hier. 1, 2, 3, 4, 5. Sechs. Eins. Ganz viele Hühner. 2, 3. Da ist noch eine. Da fehlen welche. Also vom Spiel aus, ne? Hier sind ja jetzt gerade keine Tierkadaver. Oha, man sieht ja voll weit, was man looten kann. Jetzt, Chat, was kann ich dafür, wenn das Spiel uns trollt? Einfach das Restaurant. Erstmal den Bauern, während er schläft, die Sachen klauen. Was ist denn das? Was ist? Digga, was ist das? Der Typ ist schon im freien Fall zum Erdkern. Der rutscht schon im Schlafen ab, Digga. Geiler Scheiß. Oh Mann. Ich muss sagen, solche Mini-Bugs sind immer echt witzig. So wie vorhin auch mit Plötze, wo Plötze auf einmal auf dem Einrad unterwegs war. Das ist einfach funny. In so herrlicher Natur. Oder das Bett ist durchgelegen. Kann auch sein, ja. Der gönnt sich, glaube ich, beim nächsten Mal einen Bock. Box-Springbett. Erstmal hier der Kneipe alles klauen. Wasserflasche. Die brauche ich besser. Brauche ich mehr. Das ist alles nicht mal ein Hundebimmel wert. Willkommen bei Zu den 7 Katzen, der glücklichsten Taverne in der Stadt. Wie man haben so wir sagt, sie schon mal getroffen, Chat? Nach unserem Wein bringen Glück. Oder ist ihr NPC-Modell auch öfters benutzt? Was ist denn das jetzt hier? Ich habe ein Brett vorm Kopf. Was gibt es heute im Menü? Wir kaufen wieder alle Karten, ne? Und die hat ein Kirschlikör angeboten, ne? Können wir uns eine Alko-Chest selber craften. Rein ins Duell. Ich will mit dir Karten spielen. Wind, genauer gesagt. We'll be right back.
Digga, das ist einfach. Das macht zu Spaß einfach. Ich glaube, in diesen Turnieren ist dann sogar noch mal eine andere Musik. Bin mir aber nicht mehr sicher. Oha, oha! Spionage! Nicht mit mir. Oh, die will richtig dick reinpassen in die Olga. Smart. Guter Move von ihr. Ja, moin. Einfach nochmal den Bre gezogen. Ha! Oh mein Gott. Zack. Upp. Ja. Ja, die Turniere sind sehr schwer. Verbrennen, dann müsste ihr Achterkatapult sterben, genau. Ich glaube nicht, dass sie das noch gewinnen kann. Oh! Okay. Oh, sehr gut. Und deshalb behalte ich immer noch eine Finte auf der Hand. Diese verdammten Bots wollen mich nämlich immer noch durchs Hintertürchen ficken. Die haben immer noch irgendwas auf der Hand und spielen das erst am Ende. Deshalb immer noch eine Finte auf der Hand behalten. Ja, moin. Oder? Außer sie hat nochmal Nebel. Wenn die nicht nochmal Nebel hat, ist das Ding over. Schaut euch das an. Und ich hab noch Trompete. Alter, aber die wehren sich echt krass, die Tavernenwirte, Mann. Sehr geil. Oh, 160! Unerträglich! Da geht noch was. 176. 181. Außen Leben gestummt. Hier ist die Flasche nicht fremd, wie? Extrem dichter Nebel, ja moin. Alles ist in dichten Nebel gehüllt. Oh, die Musik. Ey, nicht Tutorial, Mann, ich will in die Alchemie rein. Alkohol. Alkoholchest herstellen. Öle, Tränke. Verbesserte Schwalbe! Mimalbe! Öle, Mimöle. Guck, Pfeifert, dass ich das Zeug vorhin gekauft habe.
Oh, 25% Angriffskraft gegen Humanoide. Und verbessertes Geisteröl. Junge, Junge, es kracht. Alle alchemistischen Erzeugnisse können ein zusätzliches Mal verwendet werden. Heißt das, wir können Bomben doppelt werfen, Chat? Oder meinen die damit Tränke? Dass wir Tränke doppelt konsumieren können. Das ist nämlich echt gut. Doppelte Bombenanzahl, doppelte Tränkanzahl. Aber da muss man den halt vorher reinknallen. Der alleine knallt 50 Vergiftungen rein. Gönn dir Ekinder Absud ist OP. Ekinder. Das hier. Durch Aktionen, die Ausdauer verbrauchen, wird Vitalität regeneriert. Das klingt... Oh, das klingt richtig gut, Bruder. Damit hielst du dich dann immer mit deinen Zaubern, ne? Aber da haben wir die Sachen noch nicht. Das hier können wir kaufen, kein Problem. Aber das müssen wir erstmal finden. Lass mich mal schauen. Das möchte ich später haben. Adrenalinpunkte werden außergewöhnlich schnell generiert, bis der erste gegnerische Angriff erfolgreich ist. Dadurch haben wir dann richtig schnell Adrenalin voll, wenn wir dann später durch das Adrenalin auf Crit gehen. Und irgendwas erhöht auch noch Crit-Schaden. Genau, das hier. Geil, dass ich das schon habe. Katakan-Mutagen. Erhöht die Chance auf kritische Treffer. Das will ich dann auch haben. Geiler Scheiß. Den crafte ich mir mal. Super geil. So, und wenn wir gerade hier sind beim Fragezeichen, machen wir das auch noch. Also diese Schmugglerverstecke können sich sehen lassen. Duke King, ja, die PS5-Version hat richtig, richtig flüssige, konstante FPS. Ab und zu hast du einen Ruckler drin, aber echt selten. Absolut cool. Du kannst Raytracing aktivieren, aber das sieht nicht wirklich besser aus. Und dann hat man nur noch 25 FPS gefühlt. Mehr Marketing als das, was Hallo, bringt in meinen Augen. Ob du mir wohl in einer wichtigen Sache helfen? Einer wichtigen Sache. Sollen wir ihm helfen? Boah, Ausrufezeichen ohne Ende. Ich hab dich im Blick, Weißer. Okay. Wir tun jetzt hier noch rund um Novigrad ein paar Schilder abgrasen, noch ein paar Fragezeichen, dann gehen wir rein. In den Leuchtturm. In die Main Story natürlich. Bewachter Schatz von einem Wasserweib. Komm mal ran hier auf den Meter. Oh mein Gott. Überlegender Drachentraum.
First Stufe 3 Bombenplan Magic. Setzt eine Gaswolke frei, die beim Entzünden explodiert. Verstärkter Effekt mit Chance, Gegner zu verbrennen. Getötete Gegner explodieren und verwunden andere Gegner in der Nähe. Und wir könnten uns das craften. Wir hätten alles, bis auf das, bis auf den Äther, wenn wir die craften könnten. Okay, Stammelforzstaub und Mistelzweig. Dann haben wir einfach schon eine Stufe 3 Bombe. Boah, es macht so Spaß, Chat. Kriminell, dieses Spiel. Kriminell. Komm her, Plätzi. Wie findest du raus, wo es was gibt? Also entweder du googelst es mit Witcher Wiki oder so Alchemie-Zutaten gibt es meistens bei Leuten, die was damit zu tun haben, wie der Weideler, ne? Dann für Tränke und so gab es bei Kyra Metz. Und ja, vieles lootet man auch einfach, ne? Ah, Digga, chillig, danke. Also ich google nicht, weil das macht einfach Spaß, das zu finden. Oder halt selber zu schauen. Dann hat man so dieses Schatzsuche-Gefühl. Ich habe Witcher schon mal gespielt, aber es weichen her. Ah ne, das ist ein Fragezeichen da oben. Oh, das könnte ein Ort der Macht sein, da oben. Der wissende Boss. Ein Ort der Macht. Ich sollte gerade ausziehen. Huge. Grün war Axi, ne? Gedankenbeeinflussung. Naja. Bin mal gespannt, ob mir jetzt nochmal einer in den Chat schreibt, dass wenn ich ganz viele Kühe töte, ein geheimer Boss kommt. Oder vielleicht fragt jemand im Chat, ob ich schon die neuen Items mir abgeholt habe. Oder vielleicht fragt jemand, auf welcher Schwierigkeit ich spiele. Eventuell soll ich auch mal meine Schwerter zeigen. Oder meine Skillung. Oder ich soll mir auch einfach mal in der Nase popeln, Digga. Hey ho! Keine Angst! Zaubert! True. Natürlich nicht böse gemeint, Chat, ne? Nicht jeder kann immer die ganze Zeit zuschauen. Aber wenn ich für jede doppelte Frage einen Euro bekommen würde, dann wäre ich schon der nächste Elon Musk. Oh, Manuskriptseite verbessertes Saum. Bergstiel. Macht so Spaß, einfach Fragezeichen zu pumpen. Überall kann ein leckerer Plan drin sein. Zeig mal dein Schwert, was für Schweinekram.
chillig. Danke, Plötze. Wieder am Ast hängen geblieben. Wir holen uns jetzt noch die beiden goldenen Bretter ab. Und dann geht's endlich rein in Novigrad. Echt? Das Anschlagbrett ist das DLC-Gebiet? Gut zu wissen. Wie dein Kopf wippt, der ist einfach erfüllend, das Reitgeräusch. Fabio, mach mal Ausrufezeichen Level Up. In dem Command stehen meine Geschmacksempfehlungen alle drin. Der vorgesorgt habende Boss. Weiter so, Plätze. Oh, da ploppen die ganzen Fragezeichen auf. Ich freue mich auch extrem auf die ganze Questreihe rund um Novigrad. Ich werde tatsächlich sogar versuchen, mich dann auf die Quests zu beschränken. Deshalb mache ich gerade auch noch so viel Stuff außenrum, weil wenn wir erstmal in Novigrad selber sind, da gibt es nicht so viele Fragezeichen. Mal schauen, vielleicht kann er... Sei gegrüßt. Hat er Gwent? Schmutz. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Was haben wir gebraucht? Mistelzweig, richtig? Guck mal, zwei Stück hat er auf Tasche. Gekauft. Und was noch? Das hier, oder? Chat, war das das? Geißblatt? Kommt, kaufen wir mal zur Sicherheit. Fünf Stück. Fünf Stück ist immer gut. Zerriebene Perle. Können wir noch ein bisschen Plunder andrehen? Ich glaube, ich verkaufe auch wieder die ganzen Felle. Brauchte man Felle für Öle? Ich bin mir gerade nicht sicher. Leb wohl. Kauf zurück, was zurückkaufen. Ich habe vor, das Katzenschulen-Set zu spielen. Wahrscheinlich. Manche Tränke manche Fälle sind für Tränke und Öl. Ja, ich war mir da jetzt auch nicht mehr sicher. Ja, stimmt. Bärenfell. Ja, bis dahin werden wir wieder eins gefunden haben. Hoffentlich. Wäre geil, wenn Items, die man für Alchemie braucht, irgendwie nochmal so ein bisschen extra markiert werden. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Leb wohl. Chat, das ist doch einfach Wahnsinn, oder? Wie viel man in dem Spiel machen kann.
Einfach schon 4 Stunden live. Oder länger? 4 Stunden live. 3 Stunden in Witcher gefühlt. Oder? Stimmt, müsste sogar stimmen. Länger. Vorhin war ja einmal kurz Stream abgebrochen wieder leider. Ich hab schon mal Witcher gespielt, Chat. Und zwar die Game of the Year Edition. Ich würde mir gerne. Aber bei dem Remastered musste ich nochmal reinschauen. Wichtig und richtig. Die haben alle ungefähr dasselbe. Die laufenden Händler. Leb wohl. Wir haben auch noch 9 Stuff gelootet ohne Ende, ne? Schauen wir mal nach. Stufe 6. Alles halt niedrig von der Stufe, leider. Oh, nevermind. Leichte Assassinenhose. Meine Frau anrührst, hau ich dich um. Wird wohl Regen geben. Ah! Oh! Ist es wahr, dass die Bauern ihre Kühe selbst kalben müssen? Gute Frage. Lass mal nachdenken. Das war das Feuer, was Joris nicht anbekommen hat bei Seven vs. Wild. Das hat es einfach durch die 10. Dimension in Witcher reingeschafft. Und konnte ohne Brandherd kurz überleben. Ja. Langsamer. Oh, das Bienenphantom. Ich habe auch eine Quest. Bienenphantom kann man auch gut ohne Tränke machen. Welche Stufe hat denn das? Stufe 14. Okay, da die Quest, Stufe 14 und das Ding aus dem Sumpf. Die beiden Quests möchte ich dann ohne Runen und so machen. Wäre geil, wenn man die sich irgendwie markieren könnte. Das Ding aus dem Sumpf und das Bienenphantom. Die anderen können wir alle machen eigentlich. Wenn wir dann später noch Lust haben und Zeit, machen wir vielleicht den 10er Auftrag, weil da haben wir das Level dafür. Klingt gut. Sehr geil. Digga, noch so viele Aufträge. Und die geben ja auch alle Cash. Das heißt, wir werden richtig rich dadurch. So, ich sehe jetzt hier wieder so viele Fragezeichen. Ich verliere meinen Verstand. Aber ich höre jetzt auf mit Fragezeichen pumpen. Das werden wir gar nicht mehr fertig. Was hast du nebenbei offen? Ich habe mir selber Notizen geschrieben. Welche Trophäen ich wie machen möchte, in welchen Missionen etc. Warum spielst du mit den alten Kameraeinstellungen? Wir haben da rumprobiert und die weite Sicht ist einfach geiler. Wie als hätte man FOV in COD. Die Nahe habe ich aktiv bei. Die Passiflora ist Novigrads beim Kampf. Oh, der ist, Chat, an den erinnere ich mich. Der wird zum Meisterschmied, was richtig? Was hast du im Angebot? Redanische Knödel. Spezialität des Hauses. Sehr zu empfehlen. Donnerwetter. Ein Fatgan in meinem Hause. Kann doch nicht sein. Woher weißt du, dass ich ein Hexer bin? Machst du Witze? Warum hättest du sonst dein Silberschwert? Das ist das Mahakam, nicht? Etwa 40 Zoll lang. 40,5. Beeindruckend. Du bist offensichtlich vom Fach. Mhm. Ich bin Aper Hattori, früherer Meisterschwertschmied. Heute Meister Knödelkoch. Geralt von Riva. Ist mir eine Freude, Geralt.
wie kann ich dir helfen? Möchtest du einen Knödel versuchen? Lass mal einen probieren. Lecker. Freut mich. Kann ich sonst noch was für dich tun? Ich suche einen guten Schwertschmied. Kennst du einen? Drei Schwerter auf dem Rücken? Ist das nicht etwas reichlich? Netter Scherz. Im Ernst, schmiedest du noch Schwerter? Selten. Ich mache jetzt den Knödel. Muss von irgendwas leben. Aber ich vermisse Hammer und Amboss und Blasebalg. Wenn dieser verwünschte Van Horn nicht... Boah, ich hab so Bock auf Novigrad, Chat, ihr wisst gar nicht... Ich weiß nicht, wovon du redest. Novigrad! Ich werde einen Hexer nicht mit Knödeln langweilen. Komm, ich zeig dir was. Ich weiß noch, dass deine Quest gut war. Umfangreiche Sammlung, erstklassig obendrein. Danke. Die habe ich als Andenken behalten. Ach, Chat, Novigrad, Novigrad. Schade, dass du keine mehr schmiedest. Ich würde meines gerne durch diesen Stahltyp ersetzen. Jemand mit deinen Fähigkeiten. Wieso zum Henker knetest du Knödelteig? Es mag dich überraschen, aber Knödel werfen mehr ab. Sie sind auch viel sicherer. Keine Händler, die verschwinden oder als Krüppel enden. Verstehe. Da kontrolliert wohl jemand Novigrads Schmiedemarkt. Offiziell nicht, aber der ganze Nachschub geht durch Ernst van Horns Hände. Wer oft genug Karten mit Hacker spielt, heißt es. Ernst van Horn? Wer ist das? Ein Mann, der klein angefangen hat, mit einer winzigen Hafenwerkstatt. Aber er ist umso ehrgeiziger. Ihm war klar, dass er in Sachen Talent nicht mit anderen Schwertschmieden mithalten konnte. Darum griff er zu anderen Maßnahmen. Was für Maßnahmen? Hier etwas Verleumdung, dort ein paar billige Aufkäufe von Geschäftsschulden und ein paar Übernahmen. Und als es sich bei der Konkurrenz um einen verfickten Anderling handelte, beschuldigte er ihn, Hafka zu sein. Damit hat er dich drangekriegt? Ich hab nicht kampflos aufgegeben. Ich bin zum Rathaus gegangen und hab verhandelt, aber vergebens. Er stand schon unter Hackers Schutz. Und dem stellen sich in Novigrad nur wenige in den Weg. Hast du versucht zu verhandeln? Mit Van Horn? Du scherzt wohl. Das ist ein herzloser Bastard. Spiel nach seinen Regeln und bezahl ihn. Oder verschwinde werden auch gezockt, aus dem Geschäft. Aber das wird noch verstehe. Ein bisschen dauern. Ich will mich nicht beschweren. Knödel haben sich als wunderbare Einkommensquelle erwiesen. Es ist nur... Tja... Du vermisst die Hitze des Schmiedefeuers. Hast du versucht, deine Rohstoffe woanders zu bekommen? Diese Unterwelt-Halunken kontrollieren alle Quellen. Wie soll ich mit denen reden? Würdest du mir helfen? Ich soll dir bei der Rohstoffbeschaffung helfen? Wie denn? Begleite mich zu einem Treffen. Als Leibwächter. Das steigert mein Selbstvertrauen. Um ehrlich zu sein, vor kurzem habe ich versucht, Eisenlieferungen mit einem Mann vom Bettlerkönig auszuhandeln. Der ist wohl auch eine feste Größe in der Unterwelt. Ja, vor allem können er und Hacker sich nicht leiden. Unter dessen Schutz steht ja Van Horn. Er hat einen unverschämten Anteil des Profits verlangt. Ich dachte, du könntest mir beim Nachverhandeln helfen. Nicht umsonst. Bestimmt können wir uns auf eine Summe einigen. Darf ich mir auch was aus deiner Sammlung aussuchen? Vergiss den Schrott. Ich schmiede dir ein Schwert, mit dem du Götter töten kannst. Ich weiß nicht, ob ich was mit den Unterweltlern zu tun haben will. Ich brauche dringend deine Hilfe. Van Horn müsste eigentlich Van Hurensohn heißen. Er braucht eine Lektion. Ich wäre dir für immer dankbar. Plattenrüstung? Sie ist dein. Lieber ein Katapult oder Tribok? Auch ein Katapult würde ich mitnehmen. Gut. Vereinbare ein Treffen. Wunderbar. Treffen wir uns beim Kran an den Docks, wenn es dunkel ist. Welche Stufe hat denn der Lachs? Zu hoch. So, Chat, ich muss immer die Backen halten, während die am Labern sind. Ne?
Einer von euch hat gefragt, ob ich mich noch an alle Quests erinnern kann. Selbstverständlich weiß ich nicht mehr alle Quests auswendig nach 4 Jahren, aber ich erinnere mich einfach an wichtige Protagonisten und an Quests, die extrem geil waren. Und bei dem seiner Quest wusste ich sofort, ah, das ist ein wichtiger Händler. Ne? Kleine Pause bei der Hexenjagd. Schmied, der wird dann ein Schwertmeister. Weil es gibt, glaube ich, nur einen Rüstungsschmiedmeister, das ist die Frau in der Burg des Barons, und einen für Schwerter. Willkommen, willkommen. Und ich wusste halt, dass seine Quest gut ist. Was hast du denn da? Genau, Hauptspiel. Ich rede immer, Chat, wenn ich drauf auf was eingehe, rede ich erstmal prinzipiell vom Hauptspiel. Oh, der hat 15 Alkohol-Chests. Die muss ich kaufen, auch wenn es viel Geld ist. 360 muss ich dafür ausgeben, aber das ist mir absolut wert. Der hat alles Mögliche. Das hier brauchten wir doch, oder? Ich glaube, das sieht immer alles gleich aus, ne? Unerträglich. Oh, das brauchten wir auch! Büffelgras. Kostet einfach fast nichts. Muss erstmal aber einen Händler finden. Am besten kaufe ich einfach alles einmal. Die 2 Bären auch. Das da. Mistelzweige. Ich glaube, Mistelzweige hatte ich auch vorhin schon gekauft, aber nehme ich auch noch mit. Einfach alles leer kaufen. Dafür haben wir ja die ganze Zeit Geld gehasselt, dass wir es uns auch mal leisten können. Das da? Der rote? Sicher? Wie wäre es mit einer Partie Quidditch? Schnell das Geld zurückgewinnen. Und deshalb, Chat, macht in dem Game Looten auch so Spaß, weil unter jedem Fragezeichen kann entweder eine Quest sein oder irgendein Lager, irgendeine Schatzkiste mit geilem Loot. Das Spiel ist einfach Liebe, versteht ihr das, Chat? Das Setup macht auch keine Faxen seit 3 Stunden. Beste fucking Leben! Verbrennkarte. Oha, der hat die einfach zweimal, der Sack. Musst du kurz im VOD schauen. Die haben wir gerade bei irgendjemand gekauft. Vor einer halben Stunde. Vielleicht weiß der Chat noch jemand, aus dem Chat noch jemand. Aber die konnten wir gerade kaufen bei jemandem aufgedeckt. Ja, die Gegner werden langsam echt schwieriger. Die spielen auch gut einen auf. Hätte der Drache nicht alle gebumst? Nein, eine Einheit hatte mehr. Nämlich die Stufe 5er Karte. Wenn die Stufe 5er Karte nicht gewesen wäre, wäre die ganze 4er Reihe weg gewesen. Aber es nimmt immer die Einheiten mit der höchsten Angriffskraft. Und das aktiviert sich nur, wenn es insgesamt 10 sind.
10 in der Nahkampfreihe, also Angriffskraft insgesamt. Guck mal jetzt, das wird wie ihm wehtun. Einfach eine 10er-Karte verbrennen. Ich werde jetzt aufhören, immer dann den Zug maximal herauszuzögern. Wir hätten jetzt auch wieder haushoch gewonnen. Ich könnte jetzt noch mit Finte hier dieses machen. Sie wieder legen. Hup. Hier die 12er-Karten von ihm wegburnen. Zack. Noch Kommandantenhorn. So, bup. Aber ich werde jetzt in Zukunft nicht mehr alle Züge ausspielen, einfach um ein bisschen Zeit zu sparen. Gutes Wetter haben wir bekommen. Ja, super. Haben wir bei dem schon? Muss man machen? Nein, ich hätte doch vorher schon passen können. Oder meinst du, das muss man machen für den Flex? Gibt Trophäen für manche Moves, weiß ich doch. Aber die müsste ich alle schon haben. Komm ich noch nicht rein, Chat. Wir können es gleich hier treiben oder bei mir. Du hast die Wahl. Krass, wie viele von euch auch sich so gut auskennen mit Witcher. Sympathisch, Chat. Sympathisch. Boah, Novigrad, einfach so eine riesige Stadt. Die größte. Die größte im Game. Ach ja, jetzt können wir doch einiges craften, ne? Oh ja. Tränke. Verbessertes schwarzes Blut. Öle. Verbessertes Insektoidenöl. Das hier brauchen wir noch. Stammesfortstaub. Staub. Merkt euch das mal, Chatterino. Verbesserter Stammesfortstaub und Äther. Ich merke gerade keine FPS-Unterschiede in der Stadt. Und genau da, wo ich sage, kleiner Ruckler. Aber passt. Tödliche Wonnen. So viele Aufträge, so viele Quests. Gehört? Ein Monster und eine Hexe werden auf dem Marktplatz verbrannt. Sollen sie machen, was sie wollen. Interessiert mich nicht. Gewinnspieler der Großstadt. Gewinne die einzigartige Karte von Vivaldi. Ach der! Der tauscht auch. Sie an, sie an. Der weiße Wolf persönlich in meiner bescheidenen Braut. Was kann ich für dich tun? Eure Nachbarn gut an. Auch er. Geld umtauschen. Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. Kann der mal daneben die Fresse halten? Alter, 868 Kronen. Was kann ich für dich tun? Ist der laut! Unerträglich! Wie läuft das Geschäft? Mehr fällt dir nicht ein? Fragst du einen Fischer, ob sie beißen? Oder eine Alte, ob sie gesund ist?
Das Geschäft läuft hervorragend. Der Krieg wirft Profit ab, wenn man weiß wie. Nilfgaard war noch gar nicht über den Ponta, da wurde ich schon nicht versichert. Das ist dumm gemacht. Ich habe meine Investitionen versiegen. Das ist ja so nervig. Wow. Sollte man meinen. Aber da sind noch die Kopfsteuer für Anderlinge, der Kirchenzehnt, Kriegssteuer und meine Ausgaben. Zieht man alles ab, bleibt nur noch ein Almosen übrig. Höchstens ein Dutzend Kisten. Wir schwören den Bösen ab. Du spielst doch den Bösen ab. Oh, na sicher, weil ich ein Zwerg bin, nicht wahr? Glaubst du auch, dass ich jeden einzelnen beschissenen Zwerg persönlich kenne und abends den Minenschacht in meinem Keller weiter ausbuddle? Also, spielst du oder nicht? Ja, tu ich. Wie sollen wir eine also spielen wir, bekämpfen, um eine einzigartige Karte vielleicht? Warum nicht? Kann sich Vaters und Bruders oder seiner Braut sicher sein. Oh, endlich hält das Maul. Ich dachte, der tut sogar jetzt während des Duells weiterreden. Heiliger. Zappalot. 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 Digga, das, dann hätte ich mich noch reingeladen und dem Tipp erstmal einen aufs Maul gehauen. Ich glaube, das ist auch irgendein wichtiges Event, deshalb hat er nicht aufgehört zu quasseln. Der legt gleich wieder los, der wartet nur. Oh, der hat einfach Wesemir! Wesemir, mein Süßer, warum bist du denn nicht in unserem Deck, du 31er? Lass dich mal anschauen, mein Hübscher. Wie alt ist eigentlich Wesemir, Chat? Der ist doch safe 300 oder so, oder? Googelt mal, das will ich wissen. Fast 100. Nee, Geralt ist doch schon 100. Wesemir ist über 150 Jahre alt, mehr erfährt man nicht. Zum ersten Mal hier richtig knapp. Muss ich leider sie spielen. Sehr gut. Wir hatten noch zwei Karten. Müsste gewonnen sein. Ha! Wieder einen einzigartigen Gegner. Vernascht! Hier noch, um Dominanz zu zeigen.
Ich bin gespannt, was kriegen wir? Ich kann mich nicht entsinnen, wann ich zuletzt so zerlegt wurde. Die Karte gehört dir. Nein, er fängt wieder an. Unerträglich. Ja, wer könnte noch Lohnende sein? Ergeben wir uns zum Beispiel die Marquis Serenity. Sie gibt nicht an damit, aber sie hat eins der besten Blätter der Stadt und kann verflucht gut damit umgehen. Ich weiß, wovon ich rede. Flamme des ewigen Feuers den Akt der Läuterung vollenden. Sie sagte... Oh, wir haben Wesemir bekommen! Ehrenbruder Wesemir! Nichts Böses übersteht das heilige Feuer! Das heilige Feuer brennt! Erleuchtet und läutet! Feuer! Verbrenne! Erleuchte! Leute! Seht die Flamme der Gunst und der Gnade! Spezialschalterhaufen für dich, Monster. Er brennt schön langsam. Du wirst in allen dir bekannten Stimmen um Gnade winseln. Wie die anderen deiner Spezies auch. Ich bin unschuldig. Wollte doch nur so leben wie ihr. Helft mir, ihr guten Leute, bitte! Götter, seht! Ein Doppler! So eine Scheiße haben die damals einfach wirklich gemacht. Hoffentlich hat Dudu nicht das gleiche Schicksal ereilt.